Was ich heute Abend machen möchte, ist drei verschiedene Staatsverständnisse vorzustellen. Das erste ist ein instrumentelles Staatsverständnis, wie es vor allem Lenin geprägt hat. Das zweite Staatsverständnis wird als Formanalyse bezeichnet und ist vor allem mit dem Namen Eugen Paschukanis verbunden, ein marxistischer Staats- und Rechtstheoretiker, der sich mit dem Zusammenhang von Warenform, Rechtsform und Staatsform beschäftigt hat. Und als drittes möchte ich kurz Hegemonietheorien des Staates vorstellen. Das sind Überlegungen zum Staat, wie sie vor allem im westlichen Marxismus formuliert wurden, also sozusagen unter denjenigen Marxistinnen und Marxisten, die sich eben nicht an der Sowjetunion orientiert haben, an dem sogenannten östlichen Marxismus, sondern versucht haben, eine andere Lesart des Marx'schen Werks zu formulieren und eben auch andere staatstheoretische Überlegungen dann angestellt haben, wie das Lenin gemacht hat. Ja, kurz vorweg, was ich jetzt unter Staatskritik verstehe oder was so mein Blick auf diese drei verschiedenen Theorien ist. Es gibt von Joachim Hirsch, einem deutschen Marxisten und Staatstheoretiker, ein sehr lesenswertes Buch, das Materialistische Staatstheorie heißt, wo er so versucht, drei zentrale Aspekte zu benennen, die er mit Staatskritik verbindet. Also zum einen sagt er, eine materialistische Staatskritik ist ihm zufolge dadurch bestimmt, dass sie sich an dem Marx'schen Werk und der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie orientiert, dass es eben zweitens nicht einfach eine weitere alternative Theorie ist, wie Staat beschrieben wird, sondern dass es sowohl eine kritische Analyse des Staats ist, aber auch eben ja, eine Kritik anderer Analysen, bürgerlicher Analysen über den Staat. Und drittens ist nach Hirsch Staatskritik immer auch eine subversive Theorie, also eine Theorie, die nicht nur gesellschaftliche Verhältnisse analysiert, sondern eben auch versucht, eine Kritik an den Verhältnissen so zu formulieren, dass andere emanzipatorischere Verhältnisse vorstellbar und wünschbar und denkbar werden. Soweit kurz vorweg. Ich versuche jetzt im Folgenden zu zeigen, inwiefern die drei vorgestellten Strömungen marxistischer Staatskritik eben diesen Ansprüchen auch gerecht werden oder wo sie das nicht tun oder wo dann vielleicht auch für später Diskussionsbedarf sein könnte. Anfangen möchte ich mit Lenin und seinem Werk Staat und Revolution. Vor allem deshalb, weil ich denke, dass Lenin eine sehr große historische Bedeutung für die Linke hatte und sie in gewisser Weise auch noch heute hat. Also auch wenn wir vielleicht in den linken Zusammenhängen, wo wir uns bewegen, nicht permanent mit Leninistinnen und Leninisten konfrontiert sein mögen, wenn ihr Anfang Januar nach Berlin fahrt zum Gedenktag an Luxemburg und Liebknecht, werdet ihr relativ viele Fans von Lenin finden und ich denke mal, international ist Leninismus und Neo-Leninismus durchaus noch sehr verbreitetes Phänomen. Und von daher denke ich, lohnt sich auch eine kritische Auseinandersetzung mit Lenin. Historisch war Lenin und seine Überlegungen zum Staat vor allem deshalb wichtig, weil vieles, was er in Staat und Revolution, das eigentlich nur eine kleine Broschüre ist, thesenartig verfasst hat, später dann vor allem unter Stalin mehr oder weniger zu einem Kanon wurde, der im Marxismus, Leninismus für die diversen kommunistischen Parteien weltweit, die sich an der Sowjetunion orientiert haben, quasi zu einer Art Schablone wurde, mit der gesellschaftliche Verhältnisse analysiert wurden und die auch quasi als eine Art Praxisanleitung dienten. Lenins Staat und Revolution war aber auch für diverse antikoloniale Bewegungen sehr wichtig, weil sie in der Sowjetunion quasi ein nicht westliches Land sahen, das sich eigenständig entwickelt hat und darin sozusagen auch ein Vorbild sahen, quasi nach erfolgreichen antikolonialen
kämpfen, sich unabhängig von der westlichen Welt zu entwickeln. Ja, was sind jetzt nun die Überlegungen von Lenin in Staat und Revolution? Also vor allem ist es eine relativ knappe Broschüre, die Lenin 1917 kurz vor der russischen Revolution verfasst hat und die dann 1918 veröffentlicht wurde und wo er vor allem nochmal die Passagen bei Engels und dem Marx'schen Frühwerk zusammenfasst, die sich mit dem Staat beschäftigen. Und daran wird vielleicht auch schon ein bisschen ein Problem deutlich, mit dem sich ganz viele Marxisten und Marxistinnen konfrontiert sahen, die versucht haben, eine Kritik von Herrschaft und Staat zu formulieren, weil sie konnten in ihrer Kritik des Kapitalismus quasi immer auf das Marx'sche Kapital referieren und haben da quasi eine fundierte Analyse kapitalistischer Verhältnisse gefunden. Nun hatte Marx aber zwar vor, noch ein eigenes Buch zum Staat zu schreiben, hat es aber Zeit seines Lebens noch nicht mehr geschafft. Und quasi dieses fehlende Buch zum Staat hat dann später eben viele Marxistinnen und Marxisten beschäftigt und sie haben dann eben geschaut, wo sie im Marx'schen Werk Passagen finden, mit denen sie ja eine Herrschafts- und Staatskritik formulieren können. Lenin hat vor allem bei Engels und dem Marx'schen Frühwerk einiges gefunden und da vor allem Fragmente gefunden, die den Staat als ein Herrschaftsinstrument beschreiben. Und zwar gibt es, wie es im Kommunistischen Manifest heißt, ist die Geschichte immer eine Geschichte von Klassenkämpfen. Und das hat Lenin dann eben aufgegriffen und gesagt, die Gesellschaft im Kapitalismus ist gespalten in eine arbeitende Klasse, die nichts hat als ihre Arbeitskraft, die sie verkaufen muss, um ihr Leben zu sichern, und eine besitzende Klasse, die die Kontrolle über die Produktionsmittel verfügt, die eben diese Arbeit ausbeutet. Weil aber Ausbeutung und Unterdrückung auf Dauer quasi nicht ohne Repression funktionieren nach Lenin, braucht es eben ein Repressionsinstrument, und zwar den Staat. Lenin sagt in Staat und Revolution, der Staat, Zitat, der Staat ist eine besondere Machtorganisation, eine Organisation der Gewalt zur Unterdrückung einer Klasse. Die ausbeutenden Klassen bedürfen der politischen Herrschaft im Interesse der Aufrechterhaltung der Ausbeutung. Nun kann auch staatliche Repression nach Lenin auf Dauer Revolten und Revolutionen nicht verhindern. Aber seiner Auffassung zufolge bringen die arbeitenden Massen es von alleine immer nur, wie er das nannte, zu einem trade-unionistischen Bewusstsein. Also zu einem gewerkschaftlichen Bewusstsein. Also nach Lenin stellen die Arbeiterinnen und Arbeiter von alleine nur Forderungen nach besseren Arbeitsverhältnissen und nach höheren Löhnen. Und erst marxistische Intellektuelle, wie Lenin beispielsweise selbst, könnten die gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer Komplexität durchschauen und begreifen, dass bessere Arbeitsverhältnisse, höhere Löhne, erfolgreiche Streiks auf Dauer den Kapitalismus und seine Widersprüche nicht harmonisieren können. Also dass gesellschaftliche Reformen keine Emanzipation bringen, sondern dass es eine revolutionäre Überwindung der kapitalistischen Verhältnisse braucht. Da nach Lenin aber die Arbeiterinnen und Arbeiter selber diese Revolution nicht zustande bringen, braucht es eine Avantgarde, die die Massen führt. Über die Partei spricht Lenin erstaunlicherweise in Staat und Revolution wenig, aber die Geschichte hat ja dann später gezeigt, dass es dann eben die bolschewistische Partei, die KPDSU, sein sollte, die diese Avantgarde-Rolle dann übernehmen sollte. Bei Lenin wird diese Avantgarde-Vorstellung folgendermaßen formuliert, Zitat, durch die Erziehung der Arbeiterpartei erzieht der Marxismus die Avantgarde des Proletariats, die fähig ist, die Macht zu ergreifen und das ganze Volk zum Sozialismus zu führen. Also es braucht den Marxismus oder die marxistischen Intellektuellen, die erstmal die Avantgarde des Proletariats, die Partei, erziehen und organisieren, die wiederum werden dann die Arbeiterinnen und Arbeiter organisieren
und die daraufhin die Bauern und Bäuerinnen und die übrige Gesellschaft. Also Revolution ist bei Lenin quasi als ein Projekt einer Avantgarde vorgestellt, als etwas, was die Menschen von alleine nicht hinbekommen, sondern wozu sie angeleitet werden müssen. Lenin skizziert daran anschließend ein gewisses Phasenmodell und sagt also, es gibt die bürgerliche Klassenherrschaft, die in einer Revolution überwunden wird und an deren Stelle die Diktatur des Proletariats tritt. Diese Diktatur des Proletariats ist für Lenin eine gewisse Art Übergangsphase. Also es ist eine Phase, in der noch Herrschaft nötig ist, aber wo die Herrschaft für ihn schon eine andere Qualität bekommt. Weil im Kapitalismus hat wirklich eine Diktatur der Bourgeoisie seiner Meinung nach existiert, wo die Minderheit des Bürgertums über die Arbeiterinnen und Arbeiter geherrscht hat. Die Diktatur des Proletariats ist ihm zufolge eine demokratische Diktatur, weil die Mehrheit über eine kleine Minderheit der Bourgeoisie herrscht. Und peu à peu würde Lenin zufolge diese Diktatur überflüssig werden, es würde Herrschaft überflüssig werden und in einer weiteren Phase würde sich der Kommunismus als staaten- und klassenlose Gesellschaft einstellen. So einfach war das historisch nicht, das wäre schön gewesen, dann müsste ich hier nicht mehr viel über Staatskritik erzählen, sondern wir würden schon in einer staaten- und klassenlosen Gesellschaft weilen. Aber es ist jetzt nicht nur so, dass die Geschichte quasi einiges an Lenins Thesen widerlegt hat, sondern ich denke, es gibt auch bei Lenin selbst schon viele problematische Überlegungen, die dann auch dazu geführt haben, dass die Sowjetunion eben bald kein emanzipatorisches Projekt mehr war, sondern sehr autoritäre Züge angenommen hat und mit emanzipatorischen Idealen nicht mehr viel zu tun hatte. In Staat und Revolution ist es in gewisser Weise auch schon angelegt, einmal eben in dieser Vorstellung, dass es eine Führung, eine Avantgarde braucht, aber auch die Überlegungen, die Lenin zu einer postrevolutionären, postkapitalistischen Gesellschaft hat, wo eben der Staat nur noch als Übergangsphase existiert, bergen auch diverse Probleme. Also, die Diktatur des Proletariats ist für ihn eine Übergangsperiode, in der, wie er sagt, Zitat, das Proletariat die Staatsgewalt ergreift und die Produktionsmittel zunächst in Staatseigentum verwandelt. Aber damit hebt es sich selbst als Proletariat, damit hebt es alle Klassenunterschiede und Gegensätze auf und damit auch den Staat als Staat. An die Stellung der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht abgeschafft, er stirbt ab. Nun trat an die Regierung über Personen nicht gleich die Verwaltung über Sachen, sondern es sollte die Diktatur des Proletariats quasi vor allem erstmal die bisherigen bürgerlichen Expertinnen und Experten, die Lehrer, Lehrerinnen, Ingenieure, aber auch die Militärs quasi nutzen, um mit ihnen eine neue Gesellschaft aufzubauen. Aber da diesen bürgerlichen Ingenieuren, Expertinnen, Experten etc. nicht zu trauen war, sollte quasi das bewaffnete Proletariat in Form von Kommissaren ihnen zur Seite gestellt werden, damit letztendlich auch im Interesse der Revolution gehandelt werden sollte. Peu à peu sollten die bisherigen Privilegien, Lohnunterschiede und so weiter, die es noch quasi unter bürgerlicher Klassenherrschaft gab, in der Diktatur des Proletariats beseitigt werden. Und dadurch, dass es eben einheitliche Löhne, keine Privilegien mehr gab, sollten auch gesellschaftliche Widersprüche und Krisen verschwinden. Lenin hat sich das folgendermaßen vorgestellt. Zitat:
Unser nächstes Ziel ist, die gesamte Volkswirtschaft nach dem Vorbild der Post zu organisieren. Und zwar so, dass die unter Kontrolle und Leitung des bewaffneten Proletariats stehenden Techniker, Aufseher, Buchhalter sowie alle beamteten Personen ein den Arbeitslohn nicht übersteigendes Gehalt beziehen. Das ist der Staat, das ist die ökonomische Grundlage des Staates, wie wir sie brauchen. Also Lenin war ein großer Bewunderer der Deutschen Post und an deren Effizienz hat er sich so ein bisschen orientiert in seinen Vorstellungen, wie eben dann auch die postrevolutionäre Gesellschaft in der Sowjetunion ausschauen sollte. Er war übrigens auch ein großer Bewunderer von Taylor, der in den USA die Fabrikproduktion revolutioniert hat, Fließband und Arbeitsteilung eingeführt hat und wollte eben auch durch die Demontage amerikanischer Fabriken, die dann in den USA, der Sowjetunion wieder aufgebaut wurden, mehr oder weniger so eine Art Sowjet-Taylorismus einführen. Also es gibt eben auch die schöne Parole, Sowjet-Rätemacht plus Elektrifizierung, das ist, was eben Lenin sich dann unter Sozialismus vorgestellt hat. Was jetzt nun eben bei seiner Überlegung zu Staat und zur Revolution vor allem problematisch ist, ist, dass er eben, ja, neben diesen Avantgarde-Konzepten, neben dieser Vorstellung, dass es im Sozialismus wie bei der Post zugehen sollte, auch gewisse analytische Schwächen in der Beschreibung staatlicher Herrschaft hat. Und zwar sagt er, Zitat, die Freiheit der kapitalistischen Gesellschaft bleibt ungefähr die gleiche, die sie in den antiken griechischen Republiken war, Freiheit der Sklavenhalter. Also bei Lenin gibt es im Wesentlichen keine große Differenz zwischen einer Herrschaft in vorkapitalistischen Verhältnissen und einer Herrschaft in kapitalistischen Verhältnissen. Die Freiheit in der kapitalistischen Gesellschaft ist für ihn die gleiche wie die Freiheit der Sklaven in der antiken Sklavenhaltergesellschaft. Und das, denke ich, ist was, was ja vor allem eine Schwäche ist, die besondere Qualität von Herrschaft und Staat und Politik in einer kapitalistisch verfassten Gesellschaft zu begreifen, weil sie eben ja viele Differenzen nicht fasst. Also Herrschaft in vorkapitalistischen Gesellschaften war oft eine personale Herrschaft, eine Herrschaft, wo die Menschen, Personen abhängig waren, ihrer Herrschaft unterworfen waren. Also in der feudalen, vorkapitalistischen Gesellschaft waren die Menschen, die Bauern und Bäuerinnen, ihren Lehnsherren direkt abhängig. Sie waren ihrer Gewalt unterworfen, ihrer Rechtsprechung unterworfen, mussten ihnen direkt Abgaben leisten und haben dafür eben auch einen gewissen Schutz als Gegenleistung bekommen. Im Kapitalismus und im bürgerlichen Staat wandelt sich Herrschaft und wird quasi subjektlos, apersonal. Also es gibt eben ein Recht, dem sind alle Menschen unterworfen. Besitzende, besitzlose Menschen, die quasi adliger Herkunft sind, genauso wie Menschen nicht adliger Herkunft. Und diese große qualitative Differenz ist eben bei Lenin in seinen Überlegungen in Staat und Revolution an keiner Stelle Thema. Ich würde damit jetzt erstmal den Part zu Lenin beenden und den zweiten Staatskritiker vorstellen, der eben für eine andere Vorstellung von Staat steht, nämlich Eugen Paschukanis. Das war ein marxistischer Staats- und Rechtstheoretiker, der Anfang der 20er Jahre sein zentrales Werk Allgemeine Rechtslehre und Marxismus veröffentlicht hat, das sowohl in der Sowjetunion wie als auch in Deutschland damals rege rezipiert wurde. Paschukanis war anfangs auch eine recht bedeutende Person in den Rechts- und Staatswissenschaften in der Sowjetunion, ist dann aber später unter der Herrschaft Stalins in Ungnade gefallen, hat dann anfangs noch seine Thesen revidiert und stalinistische Positionen übernommen. Das hat ihn aber nicht davor bewahrt, dass er schließlich in Lagerhaft kam und dort dann auch gestorben ist. Womit sich Paschukanis nun im Gegensatz zu Lenin beschäftigt,
ist eben, dass er sagt, bei Lenin ist Staat einfach ein Herrschaftsinstrument. Und so wie quasi in der kapitalistischen Gesellschaft sich die bürgerliche Klasse das staatliche Herrschaftsinstrument dazu aneignet, um Ausbeutung und Unterdrückung zu gewährleisten, eignet sich nach Lenin die sozialistische Bewegung in einer Revolution den Staat als Instrument für emanzipatorische Zwecke an. Nach Paschukanis ist es aber nicht so einfach. Ingo Elbe hat das mal so bezeichnet, dass bei Lenin sozusagen eine Art adjektivischer Sozialismus formuliert wird. Also dass Lenin einfach ganz viel Adjektive einfach ausgetauscht hat und den bürgerlichen Staat durch einen sozialistischen Staat ersetzen wollte oder das bürgerliche Recht durch ein sozialistisches Recht ersetzen wollte. Und genau an diesem Austausch der Adjektive hat eben Paschukanis schon in den 20er Jahren eine vehemente Kritik formuliert. Und zwar vor allem aus zwei Gründen. Einmal, weil seiner Meinung nach dadurch der besondere Charakter von Staat und auch Recht im Kapitalismus nicht verstanden werden könnte. Und B, weil er gesagt hat, wenn wir ein bürgerliches Recht und einen bürgerlichen Staat durch ein sozialistisches Recht und einen sozialistischen Staat ersetzen, dann idealisieren wir damit sozusagen den Staat und entfernen uns damit von dem emanzipatorischen Ideal, eigentlich eine Gesellschaft anstreben zu wollen, in der es eben keinen Staat, keine Klassen und keine Herrschaft mehr gibt. Wie hat jetzt nun Paschukanis den Staat interpretiert? Zu Anfangs hat er sich vor allem eine Frage gestellt, die auch immer wieder als Paschukanis-Frage bezeichnet wird und die ich jetzt nochmal kurz zitieren möchte. Warum bleibt die Klassenherrschaft nicht das, was sie ist? Das heißt, die faktische Unterwerfung eines Teils der Bevölkerung unter die andere. Warum nimmt sie die Form einer offiziellen staatlichen Herrschaft an? Oder, was dasselbe ist, warum wird der Apparat des staatlichen Zwangs nicht als privater Apparat der herrschenden Klasse geschaffen? Warum spaltet er sich von der letzteren ab und nimmt die Form einer unpersönlichen, von der Gesellschaft losgelösten Apparats der öffentlichen Macht an? Also Paschukanis fragt sich, warum die bürgerliche Klassenherrschaft nicht einfach weiter auf personaler Herrschaft wie in feudalen Verhältnissen beruht, warum die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht weiter direkt unterworfen und beherrscht werden, sondern warum diese Herrschaft einen Rechtscharakter annimmt, eben, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen Rechtsverträge abschließen, dass sie quasi genauso dem Recht unterworfen sind wie Menschen adliger oder bürgerlicher Herkunft und der Herrschaftscharakter eben ein subjektloser, ein öffentlicher geworden ist. Um Antworten auf diese Frage zu finden, beginnt auch Paschukanis sich nochmal mit dem Marx'schen Werk zu beschäftigen. Er beschäftigt sich aber weniger mit den frühen Schriften, wo Lenin eben vor allem diese Überlegungen bei Marx fand, dass der Staat als Herrschaftsinstrument beschrieben wird, sondern Paschukanis liest das Marx'sche Kapital und entdeckt dabei eine Verbindung von der wahren Form und der Rechts- und Staatsform. Also das Kapital beginnt ja, dass gesagt wird, dass der Reichtum in der Gesellschaft hat die Form einer ungeheuren Anhäufung von Waren angenommen. Und Paschukanis zieht die Parallele und sagt, genauso wie der Reichtum, der kapitalistische Reichtum, eine ungeheure Anhäufung von Waren ist, stellt sich die Gesellschaft auch als eine unendliche Kette von Rechtsverhältnissen dar. Also Paschukanis sagt, Marx hat überzeugend dargestellt, dass das Besondere der kapitalistischen Ökonomie ist, dass die Menschen nicht mehr für ihre Subsistenz, für ihr eigenes Überleben und für den Luxus der Herrschenden produzieren, sondern dass sie Waren für den Tausch produzieren. Damit aber Warenproduktion und Warentausch funktionieren, müssen sich die Menschen gegenseitig als Eigentümer
und Eigentümerinnen anerkennen. Weil wenn sie sich nicht gegenseitig als Eigentümerinnen anerkennen, gäbe es keinen Tausch, sondern es gäbe quasi Raub oder erzwungenen Tausch, wenn eben der Stärkere sich von den Schwächeren aneigne, was er bräuchte. Wenn aber getauscht wird, werden sozusagen allgemeingültige Prinzipien vereinbart und es wird anerkannt, dass quasi das Eigentum des anderen gegen mein Eigentum getauscht wird. Paschukanis zitiert dabei einen Abschnitt von Marx aus dem Kapital, der folgendermaßen lautet: Um diese Dinge als Waren aufeinander zu beziehen, müssen die Warengüter sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen haust, sodass der eine nur mit dem Willen des anderen, also nur jeder vermittels eines beiden gemeinsamen Willensaktes, sich die fremde Ware aneignet, indem er die eigene veräußert. Sie müssen sich daher wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. Da aber ein Tausch, wo die Einzelnen sich gegenseitig als Eigentümerinnen und Eigentümer von Waren, auch der Ware Arbeitskraft, anerkennen, wirklich auf Dauer funktioniert und nicht dann doch die einen oder anderen auf den Gedanken kommen, naja, wenn ich mir mit Gewalt Dinge aneigne, ist es vielleicht mehr zu meinem Nutzen, wie wenn ich tausche, brauchst eine Instanz, die eben garantiert, dass das Recht auf Eigentum und das Recht des Vertrags von allen respektiert wird. Und diese Garantie kann nach Paschukanis von niemandem gegeben werden, der selbst an Tauschverhältnissen beteiligt ist. Es muss sozusagen eine weitere Instanz geben. Und da kommt dann für Paschukanis der Staat ins Spiel, weil der Staat selbst nicht unmittelbar in Produktion und Tausch von Waren involviert ist und dadurch eben den Einzelnen ihr Recht und den Schutz ihres Eigentums garantiert. Das sollte jetzt aber nicht so verstanden werden, dass Paschukanis wie liberale Staatstheoretiker sagt, der bürgerliche Staat ist letztendlich das Nonplusultra und eine emanzipatorische Errungenschaft, wo es allen Menschen gleich geht, wo alle Menschen die gleichen Rechte haben und sich eigentlich niemand beschweren dürfte, sondern Paschukanis sagt, der Rechtscharakter, den die moderne bürgerliche Herrschaft hat, die garantiert eine formelle rechtliche Gleichheit der Menschen. Aber diese formelle rechtliche Gleichheit impliziert auch immer die Anerkennung materieller Ungleichheit. Und zwar, jetzt noch folgendes Zitat dazu: Die juristische Form des Eigentums steht in keinerlei Widerspruch zu der Tatsache der Enteignung einer großen Anzahl von Staatsbürgern. Denn die Eigenschaft, Rechtssubjekt zu sein, ist eine rein formelle Eigenschaft. Sie qualifiziert alle Leute als gleichmäßig eigentumswürdig, macht sie aber keineswegs zu Eigentümern. Also der Staat garantiert den Menschen nur erstmal ihre Rechte, gibt ihnen die Möglichkeit, Verträge abzuschließen, schützt auch Eigentum. Aber dieser Schutz des Eigentums ist natürlich immer nur nötig, weil es Menschen gibt, die über kein Eigentum verfügen und eben auch unter dieser Eigentumslosigkeit und dem Zwang, arbeiten zu müssen, natürlich leiden. Also nach Paschukanis schützt der Staat Eigentum, macht Menschen eigentumswürdig, aber er macht dadurch nicht automatisch die Menschen alle zu Eigentümern und Eigentümerinnen. Und dadurch, dass es eben eine Klasse gibt, die das Eigentum über die Produktionsmittel kontrolliert und eine weitere Klasse, die eben nichts wie ihre Arbeitskraft zu verkaufen hat, führt eben immer wieder zu Gesellschaften, Widersprüchen, Krisen und eigentlich erst das Verschwinden von Klassen,
das Verschwinden, dass es eben Menschen oder eine Klasse gibt, die über Eigentum verfügt und andere, eine andere, die nicht über Eigentum verfügt. Erst dieses vollkommene Verschwinden der Klassen wird auch letztendlich eine gesellschaftliche Ordnung nach Pashukanis ermöglichen, in der es kein antagonistisches Element, kein widerspruchsvolles Element, wie er das nennt, gibt. Also wo es eben auch kein Recht mehr braucht, das Eigentum und Verträge garantieren muss, weil sich die Menschen in freien Vereinbarungen über ihre Geschicke miteinander in Verbindung setzen. Ja, diese Überlegungen von Pashukanis sind in den 20er Jahren formuliert und auch breit diskutiert worden. Also in Deutschland sind sie sowohl von kommunistischer wie sozialdemokratischer Seite rezeptiert worden. Aber mit dem Nationalsozialismus und auch der Durchsetzung des Stalinismus in der Sowjetunion sind diese Diskussionen mehr oder weniger Ende der 20er, Anfang der 30er abgebrochen worden und erst in den 1970er Jahren, als es eine gewisse Renaissance einer Marx-Lektüre gab, wieder aufgegriffen worden. Und die Staatsableitungsdebatte, die wahrscheinlich den meisten von euch ein Begriff ist, die hat sich eben mit diesen Fragen von Pashukanis auseinandergesetzt und da eine sehr lange und intensive Debatte darüber geführt. Also an dieser Debatte waren unter anderem Altvater und Hirsch, Heide Gerstenberger, aber auch eine Gruppe wie die Marxistische Gruppe beteiligt, aus der dann später die Zeitschrift Gegenstandpunkt werden sollte, die vielleicht der einen oder dem anderen von euch vertraut ist. So die Ableitungsdebatte, die kann ich euch jetzt in Kürze nicht zusammenfassen. Da möchte ich euch die Broschüre Staatsfragen ans Herz legen, wo von John Canenkolem dazu auch ein, finde ich, sehr lesenswerter Aufsatz darin enthalten ist. Vielleicht eine kleine Anekdote noch am Rande. Also diese Debatte wurde sehr intensiv und jahrelang geführt und auch die Publikationen dazu haben Auflagen erfahren, die heute linke Verlage neidisch werden lassen würden. Sie hatte aber oft auch einen sehr polemischen Ton. Also die Marxistische Gruppe, der heutige Gegenstandpunkt, hat sich auch in diese Debatte eingemischt mit einer Broschüre Der bürgerliche Staat, der auch heute noch bisweilen gern diskutiert wird und hat damals eben über dieses Büchlein gesagt, das ist kein Beitrag zur Ableitungsdebatte, das ist die Ableitungsdebatte. Oder nein, das ist kein Beitrag zur Staatsableitung, das ist die Staatsableitung. Und also so lohnenswert, denke ich, es ist, sich diese Debatte anzuschauen, weil, finde ich, sehr viele wichtige Überlegungen, die Pashukanis formuliert hat, nochmal detaillierter dargestellt wurden. Ja, so polemisch und rabiat war dann doch bisweilen auch der Ton, in der die Debatte geführt wurde. Ja, nun habe ich mit Lenin ein instrumentelles Staatsverständnis vorgestellt und mit Pashukanis ein Staatsverständnis, das eben vor allem auf den Rechtscharakter des Staates sich konzentriert hat und sich mit der Frage beschäftigt hat, wie eben Warenform, Rechtsform und Staatsform zusammenhängen und inwiefern Herrschaft im Kapitalismus eine ist, die sich grundlegend von Herrschaftsformationen in früheren gesellschaftlichen Verhältnissen unterscheidet, möchte ich nun zuletzt eben noch staatstheoretische Überlegungen des westlichen Marxismus vorstellen. Mit westlichen Marxismus sind sehr viel unterschiedliche Marxisten und Marxistinnen bezeichnet, denen eigentlich allen gemein ist, dass sie sich davon distanziert haben, eine Marx-Interpretation zu übernehmen, wie sie von der Sowjetunion spätestens unter der Herrschaft Stalins vorgegeben wurde und wie sie von vielen kommunistischen Parteien weltweit übernommen wurde. Sei es als theoretische Sicht auf die Welt, sei es als praktische Anleitung für Revolution und Politik. Diese westlichen Marxistinnen und Marxisten haben eben versucht, eine andere Interpretation des Marxismus
zu formulieren und eben auch eine andere Interpretation des Staates zu formulieren. Zum westlichen Marxismus werden unter anderem die kritische Theorie der Frankfurter Schule gerechnet, worauf ich jetzt weniger eingehen werde. Marxisten wie Georg Lukács, Antonio Gramsci, Louis Althusser, Nikos Polanzas. Und die drei Letztgenannten möchte ich jetzt noch mal kurz vorstellen, weil so unterschiedlich sie im Einzelnen auch sein mögen, sie alle sich mit einer ähnlichen Frage beschäftigt haben, nämlich wie denn Herrschaft legitimiert wird und wie sich Herrschaft und Herrschaftslegitimation auch immer wieder wandelt. Ich fange an, kurz Gramsci vorzustellen. Antonio Gramsci war ein italienischer Marxist, der Mitglied der Sozialistischen Partei und später einer der Mitbegründer der Kommunistischen Partei war und schnell auch einer ihrer führenden Kader wurde und dann nach dem Sieg des italienischen Faschismus inhaftiert wurde. Während der faschistischen Kerkerhaft hat er dann so sein Hauptwerk geschrieben, die Gefängnishefte, die leider einen sehr fragmentarischen Charakter haben und dadurch viel unterschiedliche Interpretationen auch erfahren haben. Zu dem fragmentarischen Charakter von Gramscis Gefängnisheften kommt auch noch dazu, dass die Sekundärliteratur auch immer wieder sagt, dass er bei seinen Notizen so eine Art Selbstzensur betrieben hat, um quasi von faschistischer Zensur quasi verschont zu werden und dadurch eben auch oft seine Ausführungen an einer gewissen Eindeutigkeit vermissen lassen. Von daher fungiert Gramscis Werk auch als eine Art Zitatesteinbruch, in dem sich durchaus unterschiedliche politische Akteure der Linken bedienen. Da komme ich dann am Ende auch noch kurz dazu. Womit sich jetzt Gramsci in Bezug auf den Staat vor allem beschäftigt hat, war die Frage, dass die Revolution in Russland erfolgreich war, die Revolutionsexperimente in Westeuropa, aber sowohl 1918/19 in Deutschland gescheitert waren, aber auch in Norditalien, wo es nach Ende des Ersten Weltkriegs, vor allem in den Industriemetropolen, massenhafte Streiks, Fabrikbesetzungen gab, aber diese kurzzeitigen Erfolge sich leider nicht haben verfestigen können. Gramsci ist vielleicht auch eine Art Sonderfall des westlichen Marxismus, weil er vielleicht jetzt nicht exakt alle Positionen des Marxismus-Leninismus übernommen hat und eigenständige Gedanken formuliert hat, aber er doch auch ein großer Bewunderer Lenins war und er ein bisschen mit seiner Staatstheorie versucht hat, so das leninsche Revolutionsmodell auf die westlichen Verhältnisse zu übertragen. Seiner Meinung nach war die russische Revolution vor allem ein schneller Bewegungskrieg, wie er das nannte. Also die Rote Armee konnte die zaristischen Truppen überrennen, den Winterpalais in St. Petersburg stürmen und dadurch die zaristische Herrschaft überwinden. In westlichen Gesellschaften ist ein revolutionärer Prozess aber nach Gramsci eben nicht als ein schneller Bewegungskrieg denkbar gewesen, sondern nur als langer, anstrengender und mühsamer Bewegungskrieg, in der einzelne Positionen und Stellungen erobert werden mussten von der Linken und auch wieder quasi die Gefahr bestand, dass eroberte Positionen wieder verloren gehen können und quasi in einem weiteren Anlauf von neuem erobert werden müssten. Er führt es dann weiter aus und sagt, in Russland hätte es nur einen Staat in einem engen Sinn gegeben, einen Staat, der wirklich vor allem auf Repression basiert hat. In westlichen Gesellschaften, Westeuropas und den USA
gäbe es aber nicht nur diesen Staat im engeren Sinne, der auf Repression basiert, sondern es gibt auch einen Staat im weiteren Sinne, den er mit dem Begriff der Zivilgesellschaft beschreibt. Zivilgesellschaft ist jetzt für ihn nicht vielleicht in dem Sinne, wie das heute hin und wieder verwendet wird, ein Begriff, der herrschaftsfrei ist, sondern Zivilgesellschaft ist bei Gramsci immer ein Begriff, der auch mit Herrschaft assoziiert wird. Und zwar ist für ihn Zivilgesellschaft das Terrain, wo um Hegemonie gerungen wird, wo darum gerungen wird, Legitimation von Herrschaft zu formulieren und wo eben oppositionelle Kräfte wie die Linke dafür streiten müssten, diese Legitimation in Frage zu stellen und ja, eine alternative emanzipatorische Gesellschaftsordnung frei von Herrschaft als ja, Gegenhegemonie zu formulieren. Also in einem Zitat von Gramscis Gefängnisheften lautet es folgendermaßen: Im Westen bestand zwischen Staat und Zivilgesellschaft ein richtiges Verhältnis. Und beim Wanken des Staates gewahrte man sogleich eine robuste Struktur der Zivilgesellschaft. Der Staat war nur ein vorgeschobener Schützengraben, hinter welchem sich eine robuste Kette von Festungen und Kasematten befand. Also Gramsci überlegt sich dann, wie sozusagen so eine Art Update oder eine Neuformulierung einer Revolutionstheorie aussehen könnte, die eben den Verhältnissen im Westen gerecht wird. Und er sagt dann eben, die russische Revolution war eben erfolgreich, weil die bisherige Herrschaftslegitimation des Zarismus keinerlei Überzeugung mehr hatte, weil die Kriegserfahrung, Hunger und Repression mehr oder weniger nur noch mit Gewalt dieses Modell hatten aufrechterhalten können und weil dann auch die bürgerliche Februarrevolution in Russland eben den Krieg fortsetzen wollte und dafür keine gesellschaftliche Unterstützung mehr gefunden hat. Also ganz viele Soldaten haben desertiert, haben Großgrundbesitzer enteignet, sich Land angeeignet und die Bolschewiki haben das eben mit ihrer Parole von Brot und Frieden aufgegriffen und dadurch große gesellschaftliche Zustimmung erlangt. Jetzt die Revolutionsversuche wiederum in Westeuropa, ist sowas eben nicht gelungen. Beispielsweise die Revolution und Räterepublik, die es für ein paar Tage in Bayern gab, die konnte mühelos den König vertreiben, dafür ist auch gar kein Blut geflossen, aber sie hat für ihre neue gesellschaftliche Ordnung wenig Unterstützung gefunden, da es vor allem ein Bedürfnis nach Frieden und weniger ein Bedürfnis nach Sozialismus gab. Dadurch konnte dann eben die Räterepublik in München, aber auch Revolutionsversuche in Berlin und anderswo relativ schnell militärisch niedergeschlagen werden, ohne dass es über die Linke hinaus Widerstand gab. Mit diesen Einsichten konfrontiert, sagt dann Gramsci, die Aufgabe der Linken dürfe es nicht sein, sich nur militärisch oder militant mit dem Staat und seinen Repressionsorganen auseinanderzusetzen, sondern die Linke muss vor allem eben auch auf dem Terrain der Zivilgesellschaft dafür streiten, dass die gesellschaftliche Ordnung den Menschen nicht mehr als legitim erscheint, dass eine Gegenhegemonie, die eine sozialistische, emanzipatorische Utopie formuliert, an größerer Legitimation gewinnt und sozusagen damit die Linke das Terrain der Zivilgesellschaft erobert. Also das sind für ihn dann konkret Schulen, Parteien, Vereine, kulturelle Einrichtungen. Und mit so einer Art kulturellen Hegemonie würde dann eben auch eine politische Revolution leichter gelingen. Louis Althusser, französischer Marxist, hat in den 70ern in seiner Schrift Ideologie und ideologische Staatsapparate so diese Hegemonie-Überlegungen noch ein bisschen weiter ausgeführt und eben vor allem in repressive
und ideologische Staatsapparate unterschieden, also in Organe unterschieden, die eben den repressiven Staat im engen Sinne und die Zivilgesellschaft im weiteren Sinne prägen. Nach ihm waren eben Polizei und Militär beispielsweise repressive Staatsapparate, ideologische Staatsapparate waren für ihn religiöser Art, wie die Kirchen, aber auch die Schulen, die Familien, die Parteien, aber auch die Medien, Radio, Presse, Fernsehen. Und nach Althusser war die grundlegende Differenz zwischen diesen beiden verschiedenen Staatsapparaten, dass der repressive Staatsapparat vor allem auf Gewalt basiert, auf Repression, aber schon zum Teil auch auf Ideologie. Und die ideologischen Staatsapparate wiederum vor allem auf Ideologie und erst in zweiter Linie auf Gewalt. Aber auch ein ideologischer Staatsapparat, wie beispielsweise die Schule, funktioniert nach Althusser auch nicht nur auf ideologischer Basis, sondern auch mittels Repression und Gewalt. Also es gibt beispielsweise in den Schulen auch Bestrafung, Ausschlüsse, Zensur etc. Und Althusser zufolge kommen eben diesen ideologischen Staatsapparate besondere Bedeutung dabei zu, wie die gesellschaftliche Ordnung, die Herrschaftsordnung legitimiert wird. Also als aktuelles Beispiel könnte man formulieren, dass Fernsehshows wie Deutschland sucht den Superstar oder Germany's Next Topmodel dazu dienen, gewisse Prinzipien wie Konkurrenz oder eine permanente Selbstoptimierung und sich für den Wettbewerb und den Markt fit zu machen, den Menschen präsentiert und verinnerlicht wird. Aber ja, dass eben auch in Schulen, Universitäten eben keine freie Aneignung von Wissen und Debatte möglich ist, sondern durch Zensuren, Prüfungen etc., sowas wie Konkurrenz, schon früh eingeübt und verinnerlicht wird. Ja, ich komme nun zu dem letzten Theoretiker, den ich vorstellen möchte. Das ist Nikos Poulantzas, der sich als Vertreter des westlichen Marxismus eben auf die schon genannten Gramsci und Althusser bezieht und sagt so diese Überlegungen zur Hegemonie und zu der wichtigen Frage, wie sich eine staatliche Ordnung eben legitimiert, bringt ihn dazu zu sagen, dass der Staat ein soziales Verhältnis ist, ein Terrain ist, wo soziale Kämpfe ausgetragen werden. So das bekannteste Zitat von ihm aus seiner Schrift Staatstheorie lautet folgendermaßen: Staat ist die materielle Verdichtung eines Kräfteverhältnisses zwischen Klassen und Klassenfraktionen, das sich im Innern des Staates in spezifischer Form ausdrückt. Poulantzas hat unter anderem auch Rechtswissenschaften studiert und sich nun leider jetzt nicht sehr simpel, verständlich und präzise ausgedrückt, sondern leider manchmal auch bisschen kompliziert. Was mit dieser materiellen Verdichtung bei ihm gemeint ist, ist, dass der Staat für ihn nichts Fixes ist, sondern dynamisch ist, dass sich seine Institutionen, seine Gesetze wandeln und dass sie vor allem Resultat gesellschaftlicher Kämpfe und Kompromisse sind. Also eine materielle Verdichtung, wie er das nennt, könnte beispielsweise ein Gesetz sein, ein Gesetz für Arbeitsschutz oder Arbeitsrechte, das als Resultat von Arbeitskämpfen entstanden ist. Also beispielsweise finden auf dem Terrain des Staats nach Poulantzas Arbeitskämpfe statt und diese können eben materiellen Charakter annehmen oder ja, materielle
Resultate produzieren, beispielsweise dadurch, dass nach Arbeitskämpfen die Arbeiterinnenbewegung sich das Recht erkämpft hat, sich zu organisieren, sich zu versammeln, dass sie gewisse arbeitsrechtliche Standards erkämpft hat, etc. Aber diese Vorstellung, dass Staat was Dynamisches ist, heißt dann eben zugleich auch, dass diese erkämpften Standards auch jederzeit wieder rückgängig gemacht werden können. Also unter anderem ist an Poulantzas auch aus feministischer Perspektive angeknüpft worden, die gesagt haben, es finden auf dem Terrain des Staats auch soziale Kämpfe, beispielsweise der Frauenbewegung statt, die für Abtreibungsrecht kämpft, die für Scheidungsrecht kämpft, das sich dann in Gesetzen, Verordnungen etc. materialisiert. Aber eben all diese erkämpften Errungenschaften können eben auch durch neue antifeministische Kämpfe wieder revidiert werden. Ja, es gibt zu Poulantzas noch einiges mehr zu sagen, was denke ich auch zumindest noch erwähnenswert ist, dass er sich eben auch mit diesem Verständnis von Staat als Resultat von Kämpfen und als etwas Dynamischen sich stark damit beschäftigt hat, wie sich staatliche Herrschaft wandelt und was für verschiedene Formen sie annehmen kann. Also es finden sich bei Poulantzas auch Veröffentlichungen zu Faschismus und Nationalsozialismus. Und er hat dann Ende der 70er Jahre sich auch intensiv mit Globalisierungsansätzen ersten beschäftigt und gesagt, als Resultat einer Internationalisierung der Ökonomie würde ein neuer Herrschaftstypus entstehen, den er als autoritären Etatismus bezeichnet hat. Unter anderem ist ihm zufolge dieser autoritäre Etatismus auch davon geprägt, dass eben als Reaktion auf zunehmende Internationalisierung, also dass beispielsweise die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds über Fragen entscheidet, über die früher Nationalstaaten entschieden haben, dass diese Internationalisierungstendenz gleichzeitig auch eine Reaktion hervorruft, die nationalistischen Bewegungen Auftrieb gibt, die Kräften Auftrieb gibt, die den Nationalstaat eben gegenüber Globalisierung und Internationalisierung von Herrschaft verteidigen wollen. Und ich denke, wenn man sich anschaut, was es an nationalistischen, rechtspopulistischen Tendenzen in ganz Europa gibt, waren das Ende der 70er recht prophetische Worte. Und ich denke, das ist auf alle Fälle auch eine Frage, wo wir vielleicht nachher in der Diskussion auch weiter diskutieren können, weil es eben auch antifaschistische Gruppen gibt, die sich eben zum einen mit Gramscis Begriff des Konsens und der kulturellen Hegemonie beschäftigt haben und das auf quasi antifaschistische Analysen übertragen haben und in Regionen, wo es Nazi-Hegemonie gibt, von dem rechten Konsens gesprochen haben. Aber ja, weil es in der antifaschistischen Linken teilweise eben auch eine Auseinandersetzung mit diesem Begriff des autoritären Etatismus gibt. So, jetzt bin ich mit der Vorstellung dieser drei staatstheoretischen Tendenzen an mein Ende gekommen und ich würde jetzt gerne noch ein kurzes abschließendes Fazit oder eine Art Zusammenfassung formulieren. Als ersten Punkt würde ich sagen, eine Beschäftigung mit Lenin und einem instrumentellen Staatsverständnis ist auf alle Fälle ein Thema, das wenig jetzt mit geschichtlicher Nostalgie zu tun hat oder damit sich obskuren Theorien zu widmen, sondern ist aufgrund einer gewissen Renaissance, die eben so leninistische Staatsverständnisse immer wieder haben, dringend nötig. Also
beispielsweise bei globalisierungskritischen Bewegungen, die gegen Gipfel wegen den G8-Gipfel protestieren, findet sich immer wieder ein Verständnis in Parolen wie ihr seid acht, wir sind Millionen, dass sozusagen die Herrschenden, wie es in globalisierungskritischem Jargon heißt, daran erinnern möchte, dass eben die acht, die sich da treffen, dem Allgemeinwohl dienen sollten und nicht ihren partikularen Interessen. In ja, so einem Begriff von Staat ist immer ja, die Vorstellung auch inbegriffen, dass der Staat ein neutrales Instrument sein sollte, dass die Regierungen missbrauchen oder korrumpieren oder eben ein Instrument, das linke Regierungen besser gebrauchen könnten, was sich dann eben oft in der großen Hoffnung ausdrückt, die in Regierungswechsel gesetzt werden. Also Ende der 90er Jahre gab es durchaus viele Linke, die sich mit Staatskritik beschäftigt haben und die trotzdem große Hoffnungen hatten, dass es unter einer rot-grünen Regierung für die Linke besser werden könnte, wie unter der Regierung Kohls oder die diversen linken Regierungen in Lateinamerika erhalten immer wieder viele romantische Blicke aus Europa, wo eben erhofft wird, dass unter Chavez oder Lula die Emanzipation vorwärts kommt und da der Staat emanzipatorische Aufgaben erledigt, die Linke oder die soziale Bewegungen alleine nicht hinbekommen. Die Überlegungen von Paschukanis, die ich kurz vorgestellt habe, zu Warenform, Rechtsform und Staatsform sind, denke ich, deswegen von Bedeutung, weil sie ein allgemeines Verständnis von der Notwendigkeit von Staat und Recht im Kapitalismus nahelegen. Also es gibt im Marxischen Kapital die Formulierung, dass Marx kapitalistische Verhältnisse in ihrem idealen Durchschnitt analysieren wollte, also dass er sich jetzt nicht auf historische Epochen oder spezielle geografische Regionen konzentriert hat, sondern untersuchen wollte, was denn die zentralen Logiken und Dynamiken sind, die dem Kapitalismus in allen möglichen Regionen der Welt und in allen historischen Epochen, sei es jetzt im 19. Jahrhundert, sei es eben dann quasi von ihm vorausgedacht, im 20. Jahrhundert auch für den Kapitalismus bestimmend sind. Und eben das, denke ich, ist so die große Errungenschaft der Formanalyse, so etwas wie eine Art Analyse des Staats und des Rechts im idealen Durchschnitt zu formulieren, was eine Grundlage sein könnte, um sich besser anschauen zu können, wie eben Staat und politische Herrschaft dann im Einzelnen, in einzelnen Nationalstaaten und in einzelnen historischen Phasen ausschauen. Ja, wie ich anfangs gesagt hatte, hat meiner Meinung nach Staatskritik verschiedene Dimensionen. Die eine Dimension, denke ich, ist es, gesellschaftliche Verhältnisse zu analysieren, wo eben die Formanalyse sowas wie eine Grundlage bieten könnte und wo die Überlegungen von Gramsci und Poulantzas eben eine Hilfe sein können, den Wandel von Staaten begreifen zu können. Ja, eine weitere Aufgabe oder Dimension von Staatskritik bleibt aber immer auch, dass sie eine kritische Analyse ist, die das Bestehende aus emanzipatorischer Absicht kritisiert und subversiv für andere emanzipatorische Verhältnisse wirbt. Der Anarchist Gustav Landauer hat einmal gesagt, Staat ist ein Verhältnis, eine Beziehung zwischen den Menschen, ist eine Art, wie die Menschen sich zueinander verhalten. Man zerstört sie, indem man andere Beziehungen angeht, indem man sich anders zueinander verhält.
Ja. Ich denke, von einer anderen Beziehungen, wie sich die Menschen zueinander verhalten, wie sie sich eben ohne Staat und Recht miteinander in Beziehung setzen, davon sind wir sicher noch weit entfernt. Und wie eine emanzipatorische Aufhebung von Staat und Recht ausschauen könnte, lässt sich nicht prophezeien, sondern werden dann eben konkrete Kämpfe eventuell zeigen. Die Zeitschrift Wildcat hat eben das Dilemma der Linken in einer der letzten Ausgaben, finde ich, recht schön formuliert. Und zwar sagten sie, es wäre für sie immer wahnsinnig schwierig, den Genossinnen und Genossen außerhalb Deutschlands die hiesigen Verhältnisse zu erklären. Als es in den 70ern auf der ganzen Welt Arbeitskämpfe gab, im Pariser Mai, in den Fabrikbesetzungen Italiens, als sozusagen überall die Linke begeistert auf Kämpfe geschaut hat, gab es in Deutschland die Gründung von Bürgerinneninitiativen und nicht viel mehr. Aktuell, denke ich, gibt es ein ähnliches Dilemma, dass sich nicht automatisch in Krisenzeiten auch emanzipatorischer Protest einstellt. Und während zumindest in anderen Ländern doch durchaus gewisse Proteste gegen Krise und staatliches Krisenmanagement entstehen, ist in Bezug auf Deutschland Fehlanzeige. Hier gehen Menschen hauptsächlich gegen Bahnhofsumbauten oder Castortransporte auf die Straße. Und das auch nicht massenhaft. Massenhaft eigentlich nur, wenn Weltmeisterschaften sind und Nationalmannschaften spielen. Also von daher denke ich, gibt es für eine Staatskritik, die eben diese Verhältnisse emanzipatorisch ändern möchte, noch durchaus viel zu tun. Und ich hoffe, der kurze Vortrag hat da zumindest ein bisschen Interesse daran geweckt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, auch wir danken dir nochmal ganz herzlich für deinen doch sehr interessanten Vortrag. Und wie eingangs erwähnt worden ist, wollen wir natürlich mit dieser Intro-Reihe auch immer nochmal den Raum zu einer Debatte und auch gerade nochmal den Raum für Nachfragen zur Verfügung stellen. Weshalb ich euch jetzt sozusagen herzlich auffordere, Widersprüche bzw. Nachfragen zu formulieren. Und wie eingangs erwähnt worden ist, wird diese Veranstaltung vom FSK aufgezeichnet. Und wer sozusagen jetzt das Gefühl hat, dass das, was er gleich sagen möchte, dass er oder sie nicht möchte, dass das gesendet wird, möge das doch bitte kurz vorher erzählen. Und nach Möglichkeit auch bitte in das Mikrofon sprechen, was wir da vorne zur Verfügung stellen, damit das Ganze dann auch schön aufgezeichnet werden kann. Gibt es Nachfragen? Denn, ach so, da vorne. Du hast ja quasi am Ende versucht, die Frage in den Raum zu stellen, warum das in Deutschland historisch und aktuell anders ist als in anderen Ländern. Und ich habe das Gefühl, dass zumindest in dem vorigen Teil des Vortrages, wie du an die Staatskritik angegangen bist, da nicht so viele hilfreiche Theorien liefern konntest, weil und du am Anfang erwähnt hast, dass du, also ne, du hast kurz die Staatsableitungstheorie kurz angeführt, also quasi den Staat aus dem Kapitalismus zu erklären, also sehr simpel reduziert und hast aber, glaube ich, nicht das Level so richtig verlassen. Und deswegen frage ich mich, was mit Ansätzen sind, die den Staat erklären, zum Beispiel. Du hast ja Althusser genannt, also die und Balibar, sein Schüler, der zwar in vielen kritikwürdig ist, aber zumindest eine
also psychosoziale Erklärung auch versucht zu finden. Für Staat, Nation hast du auch gar nicht erwähnt, inwiefern quasi Nation zu einem Staat drängt, da eine Rolle spielt, was ja vielleicht Erklärung liefern könnte. Ich fand das jetzt sehr doch reduziert auf sozusagen Kapital und dann als Erweiterung Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, aber die ganzen psychologischen, psychosozialen Komponenten, die sozusagen den Staat auch füllen dann, den hast du jetzt ganz ausgelassen. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Ja, also ich muss dazu sagen, dass das jetzt nicht nur für euch ein Intro ist, sondern dass für mich das jetzt auch quasi immer wieder aufs Neue eine Einführung ist, weil ich mit den Vorträgen und Debatten schon selber auch noch sehr viel dazu lerne und ich jetzt erstmal nur einen Überblick geben wollte, dass da natürlich vieles fehlt, das ja, möchte ich entschuldigen. Also, dass ich jetzt zur Nation nicht viel gesagt habe, liegt zum einen daran, dass ja, sich bei denjenigen Theoretikern und ja, vor allem jetzt männlichen Theoretikern, die ich vorgestellt habe, wenig zur Nation gesagt wird, also zumindest in kritischer Absicht. Es gibt beispielsweise bei Gramsci, wo ich sagte, dass, dass sein Werk recht fragmentarisch ist, ja durchaus unterschiedliche Interpretationen. Und ich würde sagen, es gibt einmal eine ja, kritische Aneignung von Gramsci, die erstmal nur Gramsci als ja, Theoretiker von Hegemonie und Kritiker von Hegemonie sieht. Es gibt aber auch ja, eine linke Lesart von Gramsci, die beispielsweise auch die Nation als ein umkämpftes Terrain versteht. Also die sagt, die Nation quasi als Facette der Zivilgesellschaft oder ja, wäre eben auch ein Terrain, das die Linke eben nicht der staatlichen Herrschaft überlassen sollte, sondern quasi, wo ein linker Nationalismus als Gegenhegemonie formuliert werden sollte. Und eine solche Lesart von Gramsci führt eben immer wieder dazu, dass dann beispielsweise Ernesto Laclau gesagt hat, dass die Linke gegenüber Faschismus und Nationalsozialismus gescheitert sei. Das hätte daran gelegen, dass sie die Sache der Nation, der Rechten und der faschistischen Bewegung überlassen habe. Also Laclau hat eben empfohlen, die Linke hätte wie die KPD in ihrem Schlageterkurs, als sie mit den Nazis darum gestritten hat, wer die besseren Nationalisten und Nationalistinnen sein sollten. Einen solchen Kurs hat Laclau quasi in seiner Rezeption Gramscis der Linken auch empfohlen. Und es gibt andere Rezeptionen von Gramsci oder seine Hegemonieüberlegungen, wo eben alle möglichen Bewegungen, die einer US-amerikanischen Hegemonie sozusagen immer mit Freude den gegenhegemonialen Bewegungen im Iran oder Venezuela die Daumen drücken, ohne groß auf das wenig emanzipatorische Potenzial dieser Regimes dort quasi Aufmerksamkeit zu schenken. Also das wäre sozusagen, was es in negativer Hinsicht an Überlegungen zu Nation und Staat bei Gramsci und der Rezeption vor allem gibt. Bei Poulantzas gibt es durchaus auch Überlegungen, die ich denke, die für eine Kritik der Nation auch hilfreich sein können, weil er sagt, der Staat schafft sowas wie eine Zeit- und Raummatrix, wie er das nennt. Also der Staat schafft durch Schulen etc. sowas wie eine gemeinsame Zeitvorstellung
eine Zeitdisziplin, die dann auch hilfreich für eine Arbeitsdisziplin ist, aber der Staat schafft auch einen homogenen Raum, in dem er den Nationalstaaten sozusagen eine geschichtliche Erzählung, eine geschichtliche Tradition gibt, indem er teilweise Traditionen aufgreift, aber auch Traditionen schafft und sie mit Feiertagen, Geschichtsunterricht etc. pflegt. Also wo, denke ich, schon auch ein spannender Punkt daran ist, eben zu gucken, wie beispielsweise für, also was für eine Rolle für die große Zustimmung, die Nationalstaaten und nationalistische Ideologien haben, was dafür eben staatliche Apparate wie Schulen, aber auch quasi die Medien besitzen. Also beispielsweise, was für nationale Erzählungen im Geschichtsunterricht in den Schulen und so weiter präsentiert werden und inwiefern dort sozusagen ja, teilweise nationalistische Positionen sich materialisieren können, aber inwiefern das vielleicht auch eben Orte sein könnten, wo die Linke mit einer antinationalen Kritik dem etwas entgegensetzen könnte. Zu Balibar muss ich gestehen, dass ich den jetzt en Detail nicht kenne und der dazu auch leider jetzt nicht so viel sagen kann. Also ich hoffe, dass das heute eine Einführung ist, mag das entschuldigen. Ich kann da nur zu weiterer eigener Lektüre anregen oder vielleicht gibt es dazu ja auch aus dem Publikum Anregungen und Anmerkungen. Gibt es weitere Nachfragen? Gut, dann war hier vorne auf jeden Fall noch eine Nachfrage. Ich habe noch eine Nachfrage zu diesem dritten, was sowas unter westlichen Marxismus definiert ist. Und zwar, ich habe eine Frage, also bei dem ersten, bei Lenin hast du irgendwie gesagt, dass es da irgendwie schon so eine Art Strategie gibt. Also man soll halt den Staat abschaffen, indem man irgendwie den Staat übernimmt oder so, also ne, über die Diktatur des Proletariats. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist jetzt, wie so Leute wie Gramsci sich das vorstellen. Du meinst ja, da geht es irgendwie um Kampf, um Hegemonie in der Zivilgesellschaft, aber ich habe jetzt nicht ganz rausgehört, wie die mit dem Staat umgehen, ob es auch darum geht, den zu übernehmen oder so, oder ob es da irgendwie andere Strategien gibt, oder so, damit umzugehen. Ja. Also in gewisser Weise wollte Gramsci die Staats- und Revolutionstheorie von Lenin weiterentwickeln und sagen, ja, es bedarf sozusagen erstmals einer kulturellen Hegemonie und so einer Art kulturellen Revolution, bevor eben auch dann eine Eroberung der Staatsmacht gelingen könnte. Also wie er sich dann die gesellschaftlichen Verhältnisse in postrevolutionären Zeiten vorstellt, das wird bei ihm immer nur sehr kurz angedeutet. Aber mehr oder weniger würde ich das als so eine Art Ausdifferenzierung auch verstehen. Aber bei Poulantzas beispielsweise ist das dann so, der unterscheidet quasi unter drei verschiedenen Formen von Kämpfen, die auf dem Terrain des Staats stattfinden. Und er sagt, es gibt jetzt nicht, dass ich es durcheinander bringe, es gibt einerseits Kämpfe innerhalb des Staates, oder ich schaue nochmal schnell nach, nicht, dass ich euch da Quatsch erzähle. Also es gibt einerseits Kämpfe innerhalb des Staates, die beispielsweise jetzt wie die Kämpfe der Arbeiterinnenbewegung oder der Frauenbewegung um bestimmte Gesetze streiten, die aber auch quasi um die Erlangung von Regierungskoalitionen streiten.
Und es gibt Kämpfe in Distanz zum Staat. Damit hat er vor allem soziale Bewegungen gemeint, die in den 70er Jahren entstanden sind und stark geworden sind. Ja, wie das jetzt explizit die Frauenbewegung wäre oder die Ökologiebewegung, aber auch die Besetzerinnenbewegung oder andere Bewegungen, also die eben nicht vom Staat sich Rechte erstreiten wollen, die Gesetze erkämpfen wollen oder die Regierungsbeteiligungen anstreben, sondern die sozusagen ihre Kämpfe in Distanz zum Staat führen, aber sozusagen nicht unabhängig vom Staat, weil sie natürlich dann mit staatlicher Repression konfrontiert sind. Und die dritte Form von Kämpfen nach Poulantzas sind dann Kämpfe um die Staatsform. Also das können dann eben Revolutionen sein, wo dann beispielsweise auf einen bürgerlichen Staat ein sozialistischer Staat oder ja dann auch so eine Art Transformationsphase folgen könnte. Und Poulantzas selber hat eben große Hoffnungen darin gesetzt, dass sich die Linke in ihren verschiedenen Strömungen in diesen Kämpfen zusammenschließt. Also er hat jetzt nicht gesagt, es müsse wie bei Lenin eine Avantgarde-Partei geben, die die Revolution macht. Er hat aber auch nicht gesagt, die sozialen Bewegungen, die bekommen die Emanzipation besser hin, wie die Partei das könnte, weil sie weniger autoritär strukturiert sind, sondern seine Hoffnung lag darin, dass sowohl ja, die in Parteien organisierte Linke wie die in Bewegungen organisierte Linke sich in Bündnissen zusammentun und auf den verschiedenen Ebenen unterstützen. Also das, denke ich, ist vor allem auch historisch zu verstehen, dass Staatstheorie von Poulantzas in den 70ern geschrieben wurde und damals die sogenannten eurokommunistischen Parteien sehr stark waren. Also dass die kommunistische Partei in Italien oder auch die kommunistische Partei in Frankreich teilweise 20-25% bei nationalen Wahlen erreicht hat, viele Bürgermeisterposten auch in großen Städten gestellt hat und teilweise auch kurz vor einer Regierungsbeteiligung mit sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien waren und dass Poulantzas eben hoffte, dass quasi eine solche reformistische Strategie von Kämpfen innerhalb des Staates, unterstützt durch soziale Bewegungen, die außerhalb des Staates kämpfen, ja, eine sozialistische Transformation der Gesellschaft voranbringen könnten. Ich hatte zwei Fragen, und zum einen mal direkt schon zu Paschukanis, in dem du gesagt hast, dass ja, der Staat als Garantie für die Eigentumsrechte ist, und das kann ja nur sein, weil der Staat ein ja, Akteur ist, der selbst nicht in Tauschverhältnissen involviert ist. Aber das stimmt ja nicht. Also das ist ja vielfältig aktiv, sei es Straßenbau, sei es aber auch irgendwelche Staatsunternehmen und so. Also geht Paschukanis das darauf ein, und zum anderen erinnert mich das dann aber auch irgendwie ziemlich stark an, ja, wie du es vorhin ja auch selbst gesagt hast, Liberale, die sagen, okay, der Staat ist schlecht in dem, was er an wirtschaftlichen Aktivitäten macht, die Privaten können das alles viel besser. Also das ist ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei Paschukanis irgendwie auch so drin steht. Und die zweite Frage wäre, du bist jetzt am Anfang und am Ende jeweils auf die Globalisierungskritiker eingegangen, aber wäre nicht gerade mit Poulantzas das wunderschön ja, zu verstehen, dann ist eben das, was Globalisierungskritiker sagen, oder wenn dann gesagt wird, okay, ihr seid acht, wir sind mehrere Millionen, wäre das nicht gerade so ein Kampf innerhalb des Staates um eine ja, Umschichtung der Verhältnisse, die sich dann im Staat materialisieren? Zur ersten Frage zu Paschukanis würde ich sagen, also bei ihm geht es vor allem um eine ganz abstrakte Analyse, zu sagen, in
vorkapitalistischen Verhältnissen gibt es quasi sehr unterschiedliche Rechte. Es gibt das Recht, dass der Lehnsherr über seine Leibeigenen spricht, und das ist ein anderes Recht, als dem er und seinesgleichen unterworfen sind. Und in kapitalistischen Verhältnissen gibt es erstmal vor dem Recht keinerlei Differenz. Also das ist jetzt erstmal auch immer quasi abstrakt, dass diverse Rechte auch hart erst erkämpft werden mussten, bevor sie konkret galten. Das ist nochmal eine andere Sache. Also, dass Arbeiter und Arbeiterinnen lange kämpfen mussten, um Rechte zu bekommen, dass es lange gedauert hat, bis Frauen die gleichen Rechte bekommen konnten, und dass es jetzt auch immer noch eine Hierarchisierung von Rechten beispielsweise gegenüber papierlosen Menschen gibt. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, was Pashukanis vor allem wichtig war, war eben zu sagen, abstrakt bedarf es gleicher allgemeiner Rechte, die durch einen staatlichen Souverän garantiert werden. Jetzt, dass es auch Staatseigentum gibt, dass es staatliche Infrastrukturprogramme etc. gibt, das ist jetzt bei Pashukanis nicht Thema, aber das, denke ich, ist jetzt auch nicht ein zentraler Widerspruch dazu. Johannes Agnoli, der auch an der Ableitungsdebatte in den 70ern beteiligt war, hat mal die Formulierung geprägt, der bürgerliche Staat, der sei nicht der Staat der Kapitalisten, sondern der Staat des Kapitals. Und damit ist so ein bisschen gemeint, dass eben der Staat vor allem dazu da ist, um zu garantieren, dass kapitalistische Verhältnisse sich reproduzieren können, weiter fortbestehen können. Und diese Reproduktion kapitalistischer Verhältnisse, die kann sich dann eben auch durchaus manchmal gegen die Interessen einzelner kapitalistischer Unternehmen richten. Also beispielsweise dadurch, dass der Staat Steuern erhebt, eben um dann staatliche Infrastrukturmaßnahmen zu machen, indem eine staatliche Bildung garantiert, weil die einzelnen Unternehmen von alleine nicht die Qualifikation künftiger Arbeiterinnen, Arbeiter, Ingenieure etc. gewährleisten können. Und auch der Bau von Straßen etc. vom Staat garantiert wird, weil es die einzelnen kapitalistischen Unternehmen oder Kapitalfraktionen nicht machen und das eben auch ihrem Interesse widerspricht. Also von daher ist sozusagen der Staat eben nicht nur fürs Kapital notwendig, um Eigentum und Recht zu garantieren, sondern eben auch durch Gewährleistung, dass es Qualifikation künftiger Arbeiterinnen, Expertinnen, Ingenieure, Managerinnen etc. gibt, durch diese Aufgabe oder die Aufgabe von Verwaltung all derjenigen Menschen, die ihre Arbeitskraft nicht profitabel verkaufen können, in Form von Sozialstaat, Ämterkontrolle etc. Also auch deswegen bedarf es eben des Staats. Also das ist quasi so eine Fortsetzung ein bisschen von den Überlegungen von Pashukanis. Zur Frage der Globalisierungskritik und inwiefern jetzt so eine Kritik, dass da sich nur einzelne Regierungschefs und Chefinnen auf Gipfeln treffen und nicht die Millionen, ob da viel emanzipatorisches Potenzial drinsteckt, das würde ich bezweifeln. Also weil ich sagen würde, in dieser Vorstellung, dass der Staat ein Instrument ist,
letztendlich ja, Staat nicht wirklich begriffen wird oder eben in dieser Hoffnung, die, die jetzt regieren, die können es halt nicht gescheit oder die interessieren sich nicht fürs Allgemeinwohl oder die interessieren sich nicht für unsere Interessen. Und wenn wir oder die Repräsentantinnen, denen wir vertrauen, dieses Instrument in Händen halten, die machen es dann besser. Ich denke, das verkennt einfach auch viele Sachzwänge oder ja, strukturelle Zwänge, denen eben Staaten und ihre Regierungen unterworfen sind. Also dass sozialstaatliche Standards oder arbeitsrechtliche Standards abgebaut werden, ist ja jetzt nicht nur was, was konservative Regierungen machen, weil sie gewerkschaftsfeindlich sind, sondern es ist auch was, was linke Regierungen immer wieder gemacht haben. Und ich denke, das haben sie nicht nur gemacht, weil sie ihre Sache verraten, sondern weil sie einfach auch mit der Problematik konfrontiert sind, dass Staaten mittlerweile darum konkurrieren, wo das Kapital investiert, wo kapitalistische Unternehmen bleiben, ihre Produktion oder ihren Dienstleistungen ausweiten oder dass sie sozusagen auch darum werben, dass neues Kapital auf ihrem Terrain investiert und sich niederlässt. Also diese Konkurrenz von Wettbewerbsstaaten, wie Joachim Hirsch das nennt, bringt eben Zwänge mit sich, denen Regierungen verschiedenster politischer Couleur unterworfen sind. Also auch wenn reformistische Bewegungen erfolgreich sein sollten, linke Bündnisse Wahlen gewinnen sollten, geht es eben meist entweder auf Kosten der Hoffnung, die in diese reformistischen Projekte gesteckt werden, oder wenn tatsächlich dann Unternehmen verstaatlicht werden, neue Steuern erhoben werden, sinken natürlich auch schnell die Investitionen, Unternehmen ziehen sich zurück, Staatseinnahmen sinken und das bedeutet dann auch, dass Staaten weniger ausgeben können oder sich stärker verschulden müssen. So. Also diese Hoffnung, dass linke Regierungen beispielsweise in Krisen durch quasi staatliche Investitionen und zunehmende Staatsverschuldung wieder Konjunkturen ankurbeln können, indem in Infrastrukturprogramme investiert wird, wie es beispielsweise so keynesianistische Modelle in den 60er, 70ern viel vertreten haben. Das ist jetzt vor allem in dem Kontext von Globalisierung immer weniger möglich. Also ich denke, die Menschen in Griechenland fänden ein keynesianistisches Krisenlösungsprogramm sympathischer wie so ein strikt liberal-neoklassisches Programm, das nur Kürzungen vorsieht. Aber ganz simpel könnte in Griechenland gar kein linkes Krisenlösungsprogramm funktionieren, weil Griechenland überhaupt alleine gar keine neuen Schulden aufnehmen kann, ohne dass es da eine Zustimmung der Europäischen Union gibt. Also das sind eben beispielsweise so Zwänge, denen ja, Regierungen verschiedenster Richtung unterworfen sind und wo, finde ich, jetzt nicht viel gewonnen ist, wenn da ein bisschen mehr Mitbestimmung und Partizipation darüber da ist, wer auf so einem Gipfel repräsentiert oder ob es statt so einem Gipfel von 8 Regierungschefs globale Meetings gibt, wo sich dann mehr Akteure treffen, die dann aber mit den gleichen Problemen konfrontiert sind.
Ja, ich wollte noch mal zurück zu dem Problem aus dem ersten Redebeitrag, weil ich hatte nämlich, war, glaube ich, ähnlich irritiert über die Differenz zwischen dem Ende und den vorgestellten Theorien, weil ich kann mir nämlich auch nicht wirklich vorstellen, dass du das, was du da aufgeworfen hast, also irgendwie am Ende ist es nur die Fußball-Weltmeisterschaft, dass du das mit den Theorien erklärt kriegst, weil die meines Erachtens alle ein ganz zentrales Problem der Staatstheorie völlig außer Acht lassen. Und das ist nämlich auf der einen Seite eben das der Identität der Individuen, also das Identifizieren mit dem Staat. Und auf der anderen Seite, auf der Seite der Staatstheorie, ist das, glaube ich, das Problem der Souveränität. Also du hast die ganze Zeit, also des Staates über die Gesellschaft, du hast die ganze Zeit immer von Entsprechungsverhältnissen von Kapital und Staat geredet. Also entweder auf allgemeiner Ebene, die Arbeitskraft muss geschaffen werden, das Recht muss geschützt werden und so weiter. Es gibt ja aber noch ein ganz zentrales anderes Problem, nämlich die Frage, was wird überhaupt Recht? Also in deinen Theorien und in diesen Staatstheorien ist eigentlich das Recht immer da oder man erkämpft es. Also dann bei Poulantzas und dann formuliert man eine Norm, die dann als Recht gilt. Aber das ist ja gar nicht nur das Recht. Das Recht muss ja auch noch, und also bei Pachukranes ist das drin, aber die Souveränität gibt es, glaube ich, so recht auch nicht, weil der zu früh war dafür. Es gibt ja immer noch die Frage, was ist der Weg, über den etwas überhaupt Recht werden kann? Und da gibt es immer eine Idee, die, glaube ich, mit der Identität in eins fällt, nämlich da gibt es nämlich immer die Idee einer Freiheit, die im Staat steckt, eines frei entscheiden Könnens und sowas, die das Attraktive für Linke ist, auch, die aber gleichzeitig in der Realität das Reaktionärste am Staat ist, weil es nämlich, glaube ich, historisch entstanden ist in der Bewegung des Staates gegen die Krise, wo ja nicht nur versucht wird, das, was vorher ist, zu garantieren. Also wir müssen dafür sorgen, dass das Recht bleibt und so weiter, weil in der Krise bricht das ja immer komplett ohne unser Zutun ab oder weg. Also da erledigt sich die Produktionsweise ja immer von selbst und da werden die Bürger ja noch aktiver. Da überlegen sie ja immer nicht nur, wie können wir das aufrechterhalten gegen Störenfriede und Leute, die das untergraben wollen, sondern sie müssen sogar überlegen, wie können wir das überhaupt wieder in die Welt bringen, wenn das Kapital schon gar nicht mehr da ist. Und diesen Moment des Staates finde ich in diesen Theorien komplett nicht behandelt. Also da würde ich sagen, da muss man tatsächlich dann zu kritischer Theorie oder eben zu Agnoli gehen oder zu Jochen Bruhn oder was es da gibt, um sich das erklären zu können. Und insofern finde ich es gar nicht zufällig, dass dahinter in der praktischen Anwendung von den Sachen, die du vorgestellt hast, eher immer ein linker Nationalismus rauskommt. Also du hast schon gesagt, irgendwie ist jetzt mehr ein Diskussionsbeitrag von meiner Seite und keine Frage. Ja, ich hätte jetzt auch wenig dazu zu sagen, sondern ich wollte erstmal nur einen Überblick geben und ich finde, es gibt viele Punkte, die ich nicht behandelt habe und wie du gesagt hast, also ich denke, kritische Theorie ist auf alle Fälle was die Identifikation der Individuen mit Herrschaft besser erklären kann, wie das Lenin oder Gramsci können. Ich wollte jetzt erstmal nur drei populäre Tendenzen eben der Staatskritik vorstellen. Also ich hoffe, ich habe jetzt niemanden damit enttäuscht, dass Fragen offen geblieben sind. Aber es sollte ja nur eine simple Einführung sein. Du hast zum Schluss dafür plädiert, dass man sich durchaus auch mit der leninistischen Staatsauffassung beschäftigen sollte und nicht nur aus Spaß an alten Klamotten. Und daher wäre die Frage, ob du immer noch in der, wie war das, instrumentellen Staatsauffassung durchaus diskutable Perspektiven für eine Emanzipation siehst oder warum man sich ernsthaft damit noch beschäftigen sollte. Ja, da also möchte ich mich entschuldigen, wenn das zu Missverständnissen gesorgt hat. Also ich wollte eigentlich dafür plädieren, sich in negativer Absicht mit Lenin und den leninschen Staatsvorstellungen
auseinanderzusetzen. Also ich sehe da eigentlich kein emanzipatorisches Potenzial drin, aber ich würde sagen, es gibt leider immer noch genügend Parteien, auch wenn sie nur sehr klein sein mögen, und Gruppen, die sich auf Lenin beziehen und ja, deren autoritären Analysen und Politikvorstellungen sollte man sich schon eigentlich in kritischer Absicht widmen und nicht darauf hoffen, dass sich das als Groteske von alleine diskreditiert, sondern dafür produzieren, glaube ich, leninistische und neoleninistische Gruppen und Gruppierungen leider zu viel Ärger, dass man sie ignorieren könnte. Also ich hoffe, das geht jetzt niemand heim und liest jetzt Lenin und denkt sich, da gibt es emanzipatorische Erkenntnisse zu gewinnen, aber als Negativfolie die Staatskritik nicht betrieben werden sollte, dient sicherlich allemal. Gibt es weitere Nachfragen? Gut, dann bedanken wir uns noch einmal ganz herzlich für deine Einführungsveranstaltung am heutigen Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Teilnahme und möchte noch einmal daran erinnern, dass sozusagen die Introveranstaltung jetzt nur in eine Sommerpause, in die Sommerferien gehen und wir höchstwahrscheinlich nach den Sommerferien dann wieder mit weitermachen und euch einfach sozusagen einfach nochmal darauf hinweisen, dass bei den bekannten Internetseiten, wo ihr sicherlich auch die heutige Introveranstaltung gefunden habt, dort dann der neue Termin und die neuen Modalitäten stehen. Und beende hiermit den Abend und wünsche euch auch einen schönen Sommer. Wir hörten soeben den fünften und vorerst letzten Teil der gemeinsam von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg organisierten Intros-Reihe, in der am 12. Juli Moritz Zeiler zur Kritik des Staates referierte und im Anschluss noch mit dem Publikum diskutierte. Diese monatliche Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen wird nach einer Sommerpause fortgesetzt, wie er auch eben schon erwähnt wurde. Weitere Informationen dazu finden sich dann, wie jetzt auch schon viele Zusatzinformationen zur Intros-Reihe, unter der Internetadresse intros.blogsport.eu. Eine Sendung der Redaktion 3 des Freien Senderkombinats Hamburg zu erreichen per Mail an redaktion3@fsk-hh.org oder telefonisch über das FSK-Büro unter Nummer 040 43 43 24.